Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir über die drei Dinge, die du machen kannst, um relativ schnell und relativ effektiv attraktiver zu wirken im Allgemeinen, aber natürlich auch speziell, darüber sprechen wir hier auf dem Channel, für Frauen. Also willkommen zurück. Jetzt war es eine ganze Weile, dass das letzte Video gekommen ist. Ich hatte in einem anderen Lebensbereich ein bisschen was zu tun, deswegen hat das ein bisschen gedauert, aber jetzt sollte es regelmäßig weitergehen. Und wir wollen uns heute über das Thema Attraktivität unterhalten. Natürlich, wenn wir über Attraktivität reden, das mal kurz vorweg, geht es immer darum, die Frage zu stellen, was wirkt attraktiv? Also es ist ein attraktives Wirken. Attraktives Sein ist nochmal etwas anderes. Da sprechen wir vielleicht in einem anderen Video drüber. Es ist attraktives Wirken, über das wir hier sprechen wollen. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben, die du machen kannst, um sehr attraktiv oder attraktiver zu wirken. Speziell auf Frauen. Aber diese Sachen werden dir auch im Umgang mit allen anderen Frauen, helfen. Genau, mit allen anderen Menschen helfen natürlich. Ich versuche sowieso immer die Tipps, die ich dir hier gebe, so ein bisschen auch auf das allgemeine Leben zu beziehen, weil das ja alles sowieso ein Kreislauf ist. Wenn du allgemein erfolgreicher bist, bist du erfolgreicher mit Frauen, lebst du dein Leben lieber, als wenn du es nicht bist. Also das ist alles so ein Kreislauf, der zusammengehört und das eine beeinflusst das andere. Und von daher gehören diese Sachen sowieso alle irgendwo zusammen. Und die erste Sache, die du machen kannst oder machen solltest, die ich wirklich jedem ans Herz legen würde und auch immer vielen meiner Coaching-Teilnehmer empfehle ich das auch immer, ist, dass du lernst, dich gut auszudrücken, gut zu sprechen, gut zu kommunizieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Sache, die einen riesigen Unterschied machen kann, gerade im Wirkungsbereich. Natürlich ist es so, dass es ein bisschen dauert. Also das, was du jetzt hier bei mir siehst, die Art und Weise, wie ich mich jetzt hier ausdrücke in den Videos, sei es mit der Gestik, sei es mit der Mimik oder was auch immer, das ist so, so war das nicht immer bei mir. Das ist natürlich eine Sache, die ich auch habe lernen müssen. Und wenn du dir mal, das kannst du dir tatsächlich angucken, mein allererstes Video auf meinem Channel anguckst, ich verlinke dir das mal, erster Link in der Beschreibung, dann wirst du sehen, auch ich war damals, ja, keine Ahnung, man hat dann einfach nicht viel Ausstrahlung, wenn man damit anfängt, weil man nicht genau weiß, wie man das machen soll. Bei mir war es damals tatsächlich so, als ich Videos gedreht habe, da gab es einen Unterschied zwischen dem, wie ich in Videos bin und dem, wie ich im echten Leben bin. Das heißt, ich habe irgendwie versucht, ja, jetzt meine Videopersönlichkeit auszupacken. Mittlerweile ist es so, dass das, was du jetzt hier auf der Kamera siehst, so wie ich auf der Kamera bin, mit allem drum und dran, das ist auch so, wie ich im echten Leben kommuniziere. Vielleicht nicht immer auf dem gleichen Energielevel, aber im Grunde fast genauso. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du relativ fortgeschritten bist, was deine Kommunikation angeht. Wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt Videos machst, auf diesen beiden Ebenen ungefähr gleich bist. Aber Kommunikation ist eben ein ganz, ganz starkes Ding und kann den Unterschied ausmachen oder macht auch den Unterschied aus zwischen einem guten Eindruck und einem schlechten Eindruck. Und natürlich muss das nicht bedeuten, dass, wenn du dich jetzt schlecht ausdrücken kannst, dass du irgendwie ein schlechter Typ bist oder ein schlechter Mensch bist. Aber, und das musst du verstehen, ist, wir bilden uns unsere Eindrücke eben relativ schnell und relativ automatisch und wir machen da oder können da auch nicht viel gegen machen. Und natürlich in einer optimalen Welt wäre es so, dass die Leute sich eben nicht ganz schnell Eindrücke bilden und dich nicht schnell in eine Schublade stecken, aber das passiert nun mal immer wieder. Und das machst du übrigens auch. Das ist ein ganz normaler psychologischer Vorgang bei uns Menschen. Und deswegen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken oder um das Beste daraus zu machen, könnte man vielleicht auch sagen, sollte man eben schauen, dass man lernt, sich gut auszudrücken. Was ich da empfehlen kann, und das empfehle ich auch meinen Teilnehmern, ist Toastmasters. Das ist zum Beispiel eine wunderbare Sache, wo ich auch damals, als ich in Berlin war, gewesen bin. Toastmasters ist so eine Vereinigung, wo du das öffentliche Reden lernst. Und selbst wenn du jetzt keine YouTube-Videos machst oder irgendwo anders öffentlich sprichst, zu lernen, öffentlich zu reden, wird dir in jedem Bereich weiterhelfen. Sei es beim, ich erwähne das immer gerne, Bewerbungsgespräch, aber eben in jeder Art der Kommunikation natürlich auch und gerade im Flirt mit Frauen. Und das lernst du da bei den Toastmasters. Da hältst du Stehgreifreden, das ist immer ganz witzig. Am Ende jeder Session gibt es da so einen Moment, wo man Stehgreifreden hält. Das heißt, du kriegst ein Thema vorgegeben, zum Beispiel, warum waren die Segelboote damals im Zweiten Weltkrieg voller Himbeeren? Also irgendein Quatsch meistens und musst dir dazu dann eine Minute lang spontane Geschichte einfallen lassen. Aber du hältst auch andere Vorträge, Eisbrecherreden und weitere Vorträge, wo du dich selbst vorstellst, gewisse Themen vorstellst. Und so lernst du eben auch das Kommunizieren und das Präsentieren, in dem Fall eben dich selbst präsentieren. Das ist eine ganz, ganz starke Sache. Aber du kannst auch gerne, wie ich, Videos machen. Du musst sie natürlich nicht für YouTube machen, sondern du kannst sie so ein bisschen für dich selber machen. Das heißt, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe Tagebuch geführt, was ich dir auch noch empfehlen kann und habe dann eben die Sachen, die ich in mein Tagebuch geschrieben habe, auch die, ich sag mal, Modelle, die ich entwickelt habe, was dieses ganze Erfolg- und Frauenthema angeht,
Die habe ich eben in Videos wiedergegeben. Ich habe meine Handykamera genommen. Jeder von euch hat ein Handy mit Kamera, denke ich mal. Habe mich eben selbst gefilmt, habe mir das Ganze angeschaut, geguckt, wie wirke ich, wie gestikuliere ich, wie ist meine Mimik und so weiter. Und du musst kein Experte sein in diesen Sachen, um zu sehen, was du gut oder was du schlecht machst, sondern du musst es einfach nur regelmäßig machen und dann wirst du mit der Zeit besser. Vielleicht fragst du auch Freunde von dir, hey, wie wirke ich eigentlich, wie ist das so, mache ich davon vielleicht zu viel, davon vielleicht zu wenig, vielleicht hast du auch einen Kumpel, mit dem du dich zusammen verbessern willst, vielleicht hast du einen Coach wie mich an deiner Seite. Es ist immer optimal, wenn man jemanden hat, mit dem man sich zusammen entwickelt irgendwo, weil man sich dann gegenseitig Feedback geben kann. Und deswegen gut zu kommunizieren, sich gut auszudrücken, ist eine der wertvollsten Fähigkeiten und eine der Sachen, die dich am allermeisten von einer attraktiven Wirkung nach vorne bringen kann. Das macht wirklich, also ich kann gar nicht ausdrücken, was für einen riesigen Unterschied das macht. Das ist keine Kleinigkeit, das ist eine ganz, ganz elementare Sache. Also es kann wirklich sein, dass du mit guter Ausdrucksweise kannst du alles abräumen. Du kannst wirklich, und jetzt kommen wir in Bereiche, da wird es natürlich dann auf andere Art und Weise problematisch, du kannst wirklich Kompetenz ausstrahlen, wo du gar keine hast. Also alleine durch dich ausdrücken kannst du Ergebnisse erzielen, die du vielleicht gar nicht wirklich erzielen könntest aufgrund deiner Fähigkeiten. Das ist natürlich eine problematische Sache, aber das zeigt nur, wie stark es ist, einen guten Ausdruck zu haben, sich gut ausdrücken zu können. Der zweite Punkt, der dich schnell attraktiver machen kann, und das machen wirklich so viele Menschen, machen das falsch, also 95% oder mehr der Menschen machen das falsch, ist ein guter Augenkontakt bzw. auch eine gute Körperhaltung könnte man da so ein bisschen mit reinbringen. Aber ein guter Augenkontakt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich sehe das immer wieder. Ich bin auf den Straßen unterwegs und bei mir ist es mittlerweile so, ich habe mir das mit der Körperhaltung und mit dem Augenkontakt angewöhnt. Ich habe einen sehr intensiven Augenkontakt. Ich schaue hier auf der normalen vertikalen, horizontalen Ebene. Schaue ich einfach geradeaus, ich schaue nicht viel auf den Boden. Und dann fällt mir immer wieder auf, wie viele Leute auf den Boden schauen. Oder wie viele Leute schon 30.000 Schritte, bevor sie mir entgegengekommen sind und in meiner Nähe sind, schon mit dem Blick auf den Boden sind. Ganz viele Leute schauen auf den Boden und ganz viele Leute haben sich angewöhnt, nicht Augenkontakt mit anderen Leuten zu halten. Und das ist eine Sache, die macht eine ganz, ganz negative Wirkung. Und die macht vor allem eine negative Wirkung im Umgang mit Frauen. Wenn du also mit einer Frau flirtest und du bist überhaupt nicht in der Lage, Augenkontakt zu halten, dann ist es einfach oder dann signalisiert das sehr stark Unsicherheit der Frau gegenüber. Es muss nicht mal unbedingt so sein, dass du dich in dem Moment unsicher fühlst, aber es wirkt eben so. Hier ist wieder der Unterschied zwischen attraktiv sein und attraktiv wirken und diese beiden Sachen gehen miteinander einher. Wobei es so ist, wenn du dich sehr wohl fühlst mit der Frau, wirst du wahrscheinlich auch kein Problem damit haben, Augenkontakt zu halten. Wenn du es dir aber angewöhnt hast, über dein Leben lang keinen Augenkontakt mit Leuten zu halten oder immer schnell wegzugucken, und es haben so viele Leute drauf, ja, dann ist es einfach Bad Practice und gibt dir auch oder nimmt dir auch ganz, ganz viel von der Kommunikation, die du mit Leuten haben könntest. Also die Verbindung, die du aufbaust auf einem Augenlevel, dadurch, dass du Augenkontakt mit der Person hast, mit der du redest, das ist eine ganz, ganz große Sache und deswegen so wichtig und ein Aspekt, auf den man einfach nicht verzichten kann, wenn man, also das könnte man mit in gute Kommunikation, das, was ich eben erzählt habe, zählen, aber das ist so wichtig für den ersten Eindruck, das ist so wichtig für einen attraktiven Eindruck und macht gerade im Umgang mit Frauen ganz, ganz viel aus. Du kannst so viel in den Augen der Leute lesen und sehen und das ist auch eine Sache, das machen Frauen auch sehr viel und dann ist es halt schade, wenn sie bei dir gar nichts lesen können, wenn du halt die ganze Zeit nur auf den Boden guckst. Und ich hatte wirklich mal, ich erinnere mich daran, das war damals in Berlin, ich hatte mal ein Date mit einer Frau, die hat mir das ganze Date über nicht in die Augen schauen können. Es ging einfach nicht. Also ich habe ihre Augen ab und zu mal gesehen, aber es war wirklich so, dass 95% der Zeit sie eigentlich nur auf den Boden geguckt hat oder so nach unten geguckt hat. Und das ist extrem irritierend. Also man kann A, keine richtige Connection zu dieser Person aufbauen und B, und das ist wirklich das, was ich eben schon mal gesagt habe, es wirkt so enorm unsicher. Also ich habe das in dem Moment selber gemerkt, es wirkt extrem unsicher. Und im Gegensatz dazu, wenn du wirklich Augenkontakt halten kannst, dann ist das eine Sache, mit der leider auch manche Leute gar nicht so richtig klarkommen, weil das für die zu extrem, zu intensiv ist. Aber es wirkt auf jeden Fall sehr stark auf Leute. Kann auch negativ auf Leute wirken. Man muss das so ein bisschen, ja, man muss es so ein bisschen kalibrieren, so ein bisschen anpassen. Aber dafür muss man es eben erstmal beherrschen. Und deswegen ist Augenkontakt zu halten eine der attraktivsten Sachen, die du machen kannst. Und du kannst es eben üben, jetzt nicht nur mit Frauen, sondern übe es einfach mit den Leuten in deiner Umgebung, übe es mit deiner Familie, übe es mit deinen Freunden
und dann wirst du lernen, richtigen Augenkontakt zu halten. Und die dritte Sache, und ich habe es eben schon so ein bisschen angesprochen, ist tatsächlich deine Körperhaltung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und hier kommt wieder der ganze Kreislauf zusammen, könnte man sagen. Also eine Sache, die ich dir immer empfehle, ist, geh Sport machen, geh dich bewegen, eben natürlich für deine Gesundheit, auch für eine gewisse Muskulatur gerne, weil das vom optischen Teil her ganz schön ist. Aber auch einfach für eine gesunde Körperhaltung. Das heißt, wenn du deine Muskulatur trainierst, dann hat das nicht nur den Effekt, dass es gut aussieht, das ist eigentlich mehr ein Seiteneffekt, also ein Nebeneffekt, der jetzt nicht so elementar ist. Aber wenn du gute Arbeit machst beim Muskelaufbau, beim Muskeltraining, dann ist es eben so, dass du deine Körperhaltung, eine gesunde Körperhaltung stärkst. Und das spiegelt sich dann auch eben in einer guten Körperhaltung wider. Und glaub es mir oder glaub es mir nicht, aber aufrecht dazustehen, ja, mit Brust raus sozusagen und den Schultern nach hinten, eine offene Körperhaltung, macht einen enormen Unterschied, was dein Eindruck auf Frauen anbelangt. Ich habe das mehrmals getestet, ich habe es oft genug selbst erlebt. Ich war selber früher jemand, der sehr gehunscht, also sehr so, ja, gebeugt unterwegs war, eben aufgrund von fehlender Muskulatur. Und ich merke den Unterschied. Und du merkst den Unterschied auch bei dir selber, denn deine Körperhaltung steht im Zusammenhang damit, wie du dich fühlst. Schlechte Körperhaltung, du fühlst dich schlechter, gute Körperhaltung, du fühlst dich besser. Ne? Da gab es dieses Experiment zu, wo Leute sich 30 Sekunden zum Beispiel in die Hocke gesetzt haben und danach war ihr Testosteronwert geringer, oder die Leute haben 30 Sekunden lang eine Victory-Pose gemacht und dann war ihr Testosteronwert höher, beziehungsweise haben sie dann schneller eine Aufgabe vollführt, die mit Risiko verbunden war. Und wenn wir das Ganze jetzt auf den Frauenansprechenbereich beziehen, dann ist dieses natürlich Frauen auf der Straße ansprechen für viele Leute auch ein Bereich, der mit Risiko verbunden ist. Und ja, ist er ja auch irgendwo. Es können natürlich alle möglichen Dinge passieren. Und deswegen ist es enorm hilfreich, eine gute Körperhaltung an den Tag zu legen, denn das hilft dir in diesem Gebiet ganz, ganz enorm und macht halt einen riesen Unterschied, wenn es um die attraktive Wirkung geht. Und wenn du diese drei Elemente jetzt zusammennimmst, du kannst dich A gut ausdrücken, du hast guten Augenkontakt und eine gute Körperhaltung, dann kannst du damit fast alles machen. Es ist so krass, was es für einen Unterschied in der Welt macht, wenn man diese drei Elemente drauf hat und wenn man die vereinen kann. Der Unterschied in der Wirkung, den du auf Leute haben wirst, und der Unterschied in der Attraktivität, die du ausstrahlen wirst, ist, ich kann es nicht beschreiben. Also es ist so ein enormer Unterschied, und jeder Mann, der, oder jeder Mensch, der sich um eine bessere Wirkung bemühen möchte in der Welt, muss sich diese drei Elemente angucken und muss diese drei Elemente meistern. Und ich habe sie deswegen erwähnt, weil das sind die Elemente, die du noch am einfachsten meistern kannst. Wenn wir dann in den Bereich attraktive Sein kommen, wo wir dann wieder auf dieses ganze Männlichkeitsthema zu sprechen kommen, das ist ein Bereich, der deutlich mehr Arbeit erfordert, der deutlich mehr Introspektion erfordert, also sich beschäftigen mit sich selbst. Dieser Bereich ist mehr so technisch, könnte man sagen. Das Ganze ist klar, wenn du jetzt deine Muskulatur stärkst oder auf deinen Augenkontakt achtest oder guckst, wie du redest, dann ist das Ganze eher eine technische Sache und weniger eine Persönlichkeitssache. So könnte man das ausdrücken. Und deswegen sind das die Sachen, die relativ schnell dazu führen können, dass du attraktiver wirkst. Und selbst deine Verbesserungen in diesem Bereich, und am Anfang werden es natürlich kleine Verbesserungen sein, sorgen dafür, dass es immer, immer besser wird und du immer attraktiver wirkst. Und deswegen ist es so wichtig und so ein elementares Thema. Schön, dass du hier warst am Montag. Wir sehen uns übermorgen wieder. Hier oben abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Auch die Glocke drücken. Hier unten kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier kommst du zu weiteren Videos mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.